Da ist er. Weil langsam geht der, hä? Hey, warte! Der geht echt langsam. Woher kommt plötzlich diese Kraft? Tschüss! Satz mit X. Gutze Wix, das war wohl nix. Gut. Wir haben versagt. Aber... Der Griff des Eremiten ist zu stark. Die Kapitänin hatte recht. Können wir nicht rein? Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Wir können diese Barriere nie durchbrechen. Selbst der Direktor wird ohne Sonnenfinster nicht zu uns durchkommen. Also geben wir einfach auf? Niemand ist geholfen, wenn wir umsonst sterben. Du hast recht. Und vielleicht ist es ja noch nicht zu spät, wenn euch die Läuterung gelingt. Gehen wir fürs Erste zurück, ich hab diesen Wald satt. Und schon ist er wieder super drauf. Ey, da ist noch was. Oh, schöne Musik. Schon wieder einer? Vielleicht ist er wütend, weil wir helfen wollten. Wir hätten zuhören sollen. Oh. Karl? Karl? Nein! Valere, halte durch! Das ist nicht fair, ihr dürft ihn nicht mitnehmen. Oh, Kapitänin Ninja. Hey! Alter, die haben gerade gerettet. Ich hätte geholfen, wenn wir uns unter anderen Umständen... Erklär dich sofort. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe Lähmungsgift benutzt, um den Körper eures Freundes zu betäuben. Sonst wäre er durch dieses Tor gegangen. Wenn wir schnell sind, kriegen wir vielleicht einen Seelenstein. Einen Seelenstein? Verzauberte Juwelen, die mächtige Flüche brechen können. Jemand auf dieser Insel nutzt sie, um sich vor der Kontrolle des Eremiten zu schützen. Wenn wir einen bekommen, würde er den Gedankenkontrollzauber auf eurem Freund aufheben. Ich kenne deinen Ort, aber... Nun, worauf warten wir da noch? Hätte ich doch bloß mehr Zeit für Erklärungen. Sel, bist du okay? Ich... Ja, wir müssen einen Seelenstein finden. Bringen wir ihn zuerst zurück zur Taverne. Echt jetzt, wie wollen wir denn den ganzen Weg zurückdrücken? Boah, einfach in Hosentaschen gesteckt. Boah. Beeilen wir uns. Hier drüben. Diese Abkürzung wird helfen. Eine mysteriöse Assassinin schließt sich der Gruppe an. Ja, voll geil. Ich hab gewiss, dass mit der Kapitänin nicht faul ist. Aber eigentlich müsste man in ein Zimmer einsperren, oder? Dann kann man da nicht raus. Paprika. Boah. Hui, da ist er. Wo hat jetzt wohl die Assassinen drauf, hä? Hier sind mal die Füßenblumen weg. Ich will mit der Assassinen in der Gruppe bleiben. Mal keine Gruppenheilung. Bin überrascht. War ja klar. Skills. Giftige Pfeile treffen alle Feinde. Ein gut platzierter Tritt, der die Aktion des Gegners verzögert. Teleportiert sich, um ein Ziel mit einer vergifteten Klinge von hinten anzugreifen.
testen? Gut. Einfach ins Kreuz gehauen. Aber hey, es war effektiv. Gibt's einmal ein Bällchen. Ihr holt sie euch. Wollt eigentlich die andere haben. Jump. Oha, 15. Gott sei Dank keine Heilung. Reicht aber noch nicht. Ninja! Furzattacke! Hm? Lass mich warten, wieder ums Arsch lecken. Jump! Hey! Leg dich jetzt hin, gib einen Raum. Dankeschön. Ah, die ist doch nicht so schwer, oder? Gott. Was für eine Strömung. Nein, Drecks Puste, Blume. Du heißt sie doch eh gleich wieder, oder? War ja klar. Sollte verboten sein. Skills. Jung. Weg mit dir. Drecksteil. Wolltest du wieder heilen, oder was? Weil du so blinkerst? Ich sag deins, es funktioniert nicht. 110 Leben hat der 13. Was geht noch? Vielleicht zahle ich mehr? Und mir steigen wir nicht so schnell im Level auf, weil ich sehe. Das ist voll unfair. Kann man eine Combo machen? Hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Komm her, komm her. Haben wir wieder Bällchen? Nein. Jetzt haben wir dann wieder Bällchen. Aber jetzt sind es ja so dreigige Ohren. Da brauchen wir es nicht unbedingt. Dann sparen wir es uns selber. Bis das nächste Mal. Body Slam. Mit dir. Reizern. Ja, Level up. Nice. Gerade noch gejammert und dann gleich aufgestiegen. Lebenspunkte plus Magierangriff. Egal, du hast gar nichts gemacht. Boah, dann hat die hier Magieverteidigung. Ninja, das alles das
die bleibt uns. Das wäre cool. Wie wär's Angriff? Seil. Plus 2 Magieangriff. Wir sei Sonnenbällchen da. Ui. Boah, kriegst du einen Drehwurm. Und einen Pilz. Nein, Mampf, Mampf und Heilungsdings. Ja, du Drecksack, du. Ja, nichts gelegen hat der. Ersten Kombo haben wir voll. Mom, mom. Wehe, du machst schon wieder Heilung. Drecksack. Mach mal das. Haha. Was ist nicht? Sichelbogen. Sechsunddreißig, ja. Das geht. Skim alone. Jetzt gehen wir wieder Knochen. Ja, wir brauchen Hundi. Kartoffel. Das soll eine Abkürzung sein? Ich weiß nicht. Scheint mir jetzt nicht recht verkürzt zu sein. Kann man speichern? Ja, wir müssen doch auch noch irgendwo einen Keks finden. Und einen Bruder oder so, ne? Hat er nicht was? Das muss fürs Erste reichen. Also... Seid ihr bereit, euer Leben zu riskieren, um euren Freund zu retten? Absolut! Dann müssen wir zum Versteck der Nekromantin eilen. Mit ein wenig Glück ist Dromaya nicht zu Hause und wir können unbemerkt einen Seelenstein mitnehmen. Sind Nekromanten wirklich so gefährlich? Dromaya ist eine der drei Schwestern. Sie sind äußerst mächtige Magierinnen. Eine der Schwestern ist gut, eine böse. Die dritte neutral. Diese böse Nekromantin lebt hier auf dieser Insel und ist Gerüchten zufolge die fähigste der drei. Wir müssen hoffentlich nicht herausfinden, ob sie aus diesem Grund den Kriegern der Sonnenwende ebenbürtig ist. Wie kommen wir dorthin? Östlich von Lonzet gibt es einen Fährmann. Ah, da waren wir schon. Haben wir schon gequatscht mit dem. War uns voll unsympathisch. So, unsympathisch. Der uns durch den Sumpf bringt. Wenn wir uns gut anstellen. Nur so kommen wir zum Versteck der Nekromantin. Okay, wir haben einen Plan. Wie heißt du eigentlich? Serai. Danke für die Hilfe, Serai. Ich weiß nicht, wie wir das ohne dich geschafft hätten. Beeilen wir uns. Gal, wir werden dich nicht enttäuschen. Das schwöre ich. Valeria lernt den Kampfskill Mondschild. Oha, warum das? Du. Wir sind aber nur am Feiern. Das Beichern. Dankeschön und Tschüssikowski.
Dann gehen wir mal wieder zum Fährmann. Da geht's runter. Habt ihr den Geist am westlichen Dorf auch gesehen? Ich werde diesem Ding nicht nahe kommen. Oh, da waren wir noch gar nicht. Tomatensalat wuchsen. Wow. Das wächst nach. Cool. Was gibt's da? Komm wieder rauf. Das ist eine Kiste. Oh. Geht's da den Keks? Regenbogenschnecke. Ja. Wie komme ich da rüber? Einmal braucht man diese Tomaten. Das gönnen wir uns natürlich. Das sind nicht gerade wen. 6. 10 Stück. Yeah. Jetzt brauchen wir bloß noch Mozzarella. Dieser Brunnen hat schon bessere Tage gesehen. Wahrscheinlich. Aha. Nein. Geh mir da nicht rauf. Da oben gibt's auch noch was.